Ja, okay, rechts durch die Tür und dann links an der Wand halten. An dem komischen Gebeinsthron vorbei. Und hatte ich gesagt, links an der Wand oder rechts an der Wand? Links an der Wand, ne? Ja, wir wollen den ganzen Ostzipfel von dem Boot, also müssen wir links rum. Hier, nee. Hier, ja. Okay, zwei Kisten, hat sich schon mal gelohnt. Trank der Stärke. Ah. Na okay, aber der Heiltrank war gut. Das heißt, jetzt können wir uns noch das kleine Fitzelchen angucken, was bei der Treppe runter war. Und danach machen wir als allererstes einen Abstecher zum Heilaltar. Und verbrauchen mal ein paar von den Fleischsymbolen oder von den goldenen. Muss ich dann gucken. Wo war die Treppe runter? Oh, da müssen wir wieder ganz hier rum. In den großen Raum mit dem Thron. Da im Süden raus. Und dann links rum. So, hier ist der Thron. Nanü, war da was hinter? Hm, habe ich mich wohl getäuscht. So, also im Süden raus. Und dann links rum. Und gleich wieder links. Und hier ist nichts. Na gut, aber das hätten wir auch abgehakt. Das heißt, das Oberdeck kam ja soweit fertig und können runter. Können wir uns in Ruhe heilen und dann ab zum Krakendämon. Und ich werde einfach vorher dafür sorgen, dass wir genug Mana und Lebenspunkte haben, falls der Dämon uns angreift. Das ist und bleibt halt ein Dämon, auch wenn wir ihm helfen und alles geben, was er will, wird er uns trotzdem angreifen. So, wir müssen ganz nach Westen. Da war diese eine Kupferstatue, die sprechen kann, die uns gesagt hat, dass dahinter ein Schatz ist und wir nur einen Altar gefunden haben. Okay, was heißt nur ein Altar? Die sind echt praktisch, aber trotzdem hatte ich irgendwie was anderes erwartet. Irgendwas Glänzendes und Schützendes. So, also was haben wir alles an Sachen und wo war es drin? Da war alles vollgemüllt. Wir haben zwei Fleischsymbole und jede Menge goldene. Also verbrauchen wir mal ein goldenes. Swoosh. Ja, die sind super. Schild in die Hand. Mana-Trank geschluckt. Ja, das reicht an Mana. Wenn wir das so nicht schaffen, werden wir es anderweitig auch nicht schaffen. Außerdem haben wir, wenn es wirklich zum Kampf kommen sollte, immer noch unsere 5 Heiltränke auf Reserve. Die sind ja genau dafür da, falls mal ein Bossgegner kommt und wir nicht genug andere Tränke haben. Ganz schön langes Boot. So, Dämon. Speichern vorab. Und wir haben jede Menge Herzen. Wie lautet der vierte Hinweis für den Bau des Behältnisses? Ein Opfer aus Erde hat die Macht, alles zu verbinden. Wie lautet der fünfte Hinweis für den Bau des Behältnisses? Baue die Truhe aus Holz, welches keine sterbliche Klinge zu schneiden vermag. Finde den Baum des Bösen. Hm, den haben wir doch schon mal gesehen. Das war der nördliche Ausgang von der unterirdischen Stadt. Wie lautet der sechste Hinweis für den Bau des Behältnisses? Die Kraft verweigerter Liebe. Die Seele eines toten Helden soll die Truhe stärken. Verweigerte Liebe. Vielleicht der Vater in der Mine? Hm, müssen wir schauen. Wie lautet der siebte Hinweis für den Bau des Behältnisses? Härte sie mit den Tränen des weinenden Mondes. Hm. Wie lautet der achte Hinweis für den Bau des Behältnisses? Geschmiedet von dem legendären schwarzen Griesgraf, begleitet von seinem Lied des Beschlagens. Nun hast du alle Herzen. Und ich gab dir alle Hinweise. Jetzt bin ich frei. Bleibe deiner Aufgabe treu, närrisches, sterbliches Wesen. Einen schlimmeren Fluch habe ich nicht für dich.
und weg. Also, irgendwie habe ich echt erwartet, dass er uns angreift. Oder wenigstens irgendeine ominöse Drohung ausspricht, dass er uns heimsuchen wird bis ans Ende aller Zeiten. Oder dass er irgendwelche Kinder töten wird oder was weiß ich. Aber einfach so gehen ist komisch. Na gut, wir gehen dann auch mal. Und zwar raus hier. Gab es eigentlich irgendeinen schnellen Weg raus? Ne, wir müssen jetzt in die Unterwasserwelt und da dann in den nächsten... Nein, das war der falsche Weg. Wir wollen nicht hoch, wir wollen raus. Also wir müssen in die Unterwasserwelt und dann einfach den Ausgang nehmen. Am besten den, der möglichst nah an der unterirdischen Stadt ist. So, also links rum, wieder links rum. Und dann die erste links, oder war es die zweite? Hier? Ne, ein weiter. Haben wir vielleicht auch ein Level-Up? Oh, aber fast. Magie braucht noch ein bisschen. So, raus. Oh, da fällt mir gerade auf, in dem Schiff gab es kein Gebiet, wo wir nicht hin konnten. Also ich hatte die Theorie, dass es in jedem Dungeon ein Gebiet gibt, wo man nicht hin kann am Anfang. Aber bei dem Schiff ist mir jetzt so nichts aufgefallen. Naja. So, also runter in die Stadt. Und dann schauen wir zuallererst in die Mine rein. Da habe ich ja das letzte Mal vergessen, diesen Bauzauber zu verwenden. Und da wurde ich in den Kommentar netterweise darauf hingewiesen. So. Ganz oben links. Probieren wir nochmal die Teleporter aus. Die haben wir bisher ja gemieden. Ja, das ist doch gut. Einen nach hinten und da nach oben. Was waren das denn übrigens gerade für Leichen auf dem... Achso, das waren die normalen Blutfünsten von den Blutdämonen. Ich dachte schon, die hätten da jetzt richtige Leichen, also von Menschen, hingepackt. Um zu zeigen, dass wir hier eigentlich verwandelte Menschen umgebracht haben und der Zauber sich irgendwie aufgelöst hat. Das wäre gemein. Achso, da. Jetzt dürfen wir wieder an dem Stein hier vorbei. Na komm. So, was genau suchen wir da unten eigentlich? Wir suchen den Vater von dem Mädchen und die Gegenstände einmal für das Behältnis, um den Zauber aufzubewahren. Und wir suchen immer noch diese eine Glasperle, um den Gargoyle zu befreien. So, Bauzauber. Oder repariert Zauber, besser gesagt. Ja, das hat doch einfach geklappt. Bei den Göttern. Ihr müsst in einer schlimmen Verfassung sein. Ernährt ihr euch doch mal von Ratten, Wanzen und fauligem Wasser. Wer weiß, wie ihr dann aussehen würdet. Verzeiht mir, ich wollte euch nicht verletzen. Dass ihr den Einsturz überlebt habt, grenzt an ein Wunder. Wart ihr auf der Flucht vor den Monstern? Ich weiß zwar, was mit der Stadt geschehen ist, aber deswegen bin ich nicht hier. Doch auch dies hat jetzt keine Bedeutung mehr. Ich war auf der Suche nach dem Herzstein. Herzstein? Das hört sich doch an wie einer von den Gegenständen, die wir brauchen für die Truhe. Ihr habt euer Leben für einen Stein riskiert? Es ist nicht irgendein Stein. Einen solchen findet man nur alle 1000 Jahre. Ein wunderschöner Stein. Voller Wärme und Güte. Habt ihr ihn gefunden? Nein, aber ich habe das Lockmittel, mit dessen Hilfe ich ihn finden kann. Ein Lockmittel für einen Stein? Was für eine Art Lockmittel ist das? Etwas, nach dem ich monatelang geforscht habe. Kein sterbliches Auge vermag den Herzstein in seinem normalen Zustand zu sehen. Dann macht das Lockmittel den Herzstein für uns sichtbar. Achtet auf das Glühen, denn dann seid ihr eurem Ziel nahe. Das Lockmittel und der Herzstein erwachen beide zum Leben, wenn sie sich nahe sind. Ihr sprecht, als wolltet ihr mir dieses Lockmittel geben. Genau dies ist auch meine Absicht. Schatzsuche ist jetzt nichts für mich. Insbesondere, wo die Stadt angegriffen wird. Meine Tochter ist auch dort.
Ich habe eure Tochter getroffen. Sie hat die Kraft zu überleben. Meine Frau? Habt ihr auch von ihr gehört? Sie konnte eure Tochter retten, aber sie selbst konnte nicht mehr entkommen. Vielleicht kann ich wenigstens mit meiner Tochter aus der Stadt fliehen. Ich wünsche euch von Herzen Glück. Ich werde daran denken. Nun lebt wohl. Schön, also lebt ihr auch noch. Wenigstens ein Happy End. Wir können das Ding nicht benutzen, also gehen wir einfach davon aus, dass es von alleine sich bewegt, sobald wir in die Nähe kommen. Das reparieren wir auch mal. Jede Menge Steine, aber es ist ja auch eine Mine. Ah, das hört sich gerade wie so ein lachender Schädel, der ist total im Chaos, oder wie immer die Dinge heißen, an. Ein Mana-Couch. Na gut. Wir wollen ja nicht gierig erscheinen oder so. Ha, habt ihr das auch gerade gehört? So ein Tuck-Geräusch. Wird wohl das Monster da unten gewesen sein. Aber so ein Geräusch habe ich bisher bei keinem Monster bisher gehört. Also. Ist es was Neues? Sehr komische Type. Der weg. Er stirbt doch nicht. Okay, doch. Boah, waren das nervige Geräusche. Hoffentlich kommen davon nicht noch mehr. So, hier geht's nicht weiter, aber da. Oh, das Mana geht uns aus. Das ist nicht gut. Wie viel Mana-Trinke haben wir denn noch? Also die 2 packe ich mal mit zu dem Notfallreservoir an Heiltränken. Das heißt, wir haben nur einen Mana-Trank über. Das ist nicht so gut. Haben wir wenigstens noch die Symbole? Falls wir so einen Mana-Altar finden. Ja, Symbole haben wir noch. Na gut. Guck mal, das nicht die Windmühle. Das da. Nee, hat auch nicht gereicht. Na gut. Dann pausiere ich jetzt kurz und wir sehen uns dann gleich wieder.